Hallo und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft Dragon. Falls ihr euch interessiert, ne, und ihr nicht wisst, warum Slimy jetzt die ganze Zeit neben mir ist und nicht Dr. Auge, da ist gerade eben vor 5 Minuten ein kleiner Tausch passiert. Ich zeige euch das gleich eben mal kurz. Okay, Dr. Auge, heute ist der Tag gekommen. Heute werden wir tauschen, weil wir müssen nämlich unsere kleine Quest hier erledigen, wo drin steht, dass wir uns tatsächlich jetzt die Tiere tauschen müssen. Das heißt, ich werde mich wahrscheinlich mit Flo treffen. Ich habe mich nämlich gerade eben verabredet und werden tatsächlich jetzt einen kleinen Tausch durchführen. Komm mit, mein Kleiner, ja? Oh, dieser blöde Schleim verfolgt mich jetzt wieder schon die ganze Zeit. Keine Angst, auf jeden Fall, Dr. Auge, das wird schon gut gehen, ja? Ich werde dich auf jeden Fall einen Tag lang mal kurz tauschen, ne? Und dann werde ich mal mit diesem kleinen Schleim herumspielen und vielleicht mal gucken, was der so kann, ne? Aber du bleibst für mich natürlich immer in meinem Herzen der allerbeste. Beste, die Nummer 1 auf dem Spielfeld. Verstehst du, was ich meine, Dr. Auge? Also bleib immer ein ganz artiges Kerlchen und sei nicht so böse zu ihm, okay? Sei einfach ein netter Kerl und verrat nicht alle unsere Geheimnisse. Hast du mich verstanden, Dr. Auge? Okay, cool. Okay, oh, hi Flo, alles klar bei dir? Flo Siskowski, hi Roman. Was geht? Hi, komm, ich bin TS. Du auch. Komm runter in den Chat. Achso, hallo. Guten Tag, guten Tag. Also, ich habe übrigens. Warte mal. Ich habe mit Dr. Auge besprochen, du musst mir nochmal Emeralds bezahlen, weil du nämlich so ein cooles Haustier bekommst, ja? Aber ich habe keine Emeralds da. Und ich muss eine Entschädigung bekommen, weil ich nämlich Slimy nehmen muss. Was war das für eine Entschädigung? Alter, was? Was war das gerade? Das sah gerade so aus, ob das irgendwie aus Dr. Auge rauskam. Irgendwie so. Ja, Dr. Auge hat das nämlich da aufgehangen, weil wir sind nämlich Halloween-Freunde. Was ist denn das hier? Ist das hier, ist hier aus Dr. Auge Speichel gemacht, oder? Ja, Dr. Auge hat das als Speichelkürbis bekommen daraus. Ey, ich kann dir Gold geben. Ich kann Gold als Entschädigung. Ich hab leider gerade keine Emeralds da. Du bist derzeit voll der Goldionär, ne? Wie viel Gold hast du jetzt durch das Museum eingenommen? Ey, Halloween-Monster, kommen die schon raus? Ja, das ist richtig heftig, ne? Okay, jedenfalls, Dings, warte mal, wie machen wir das? Ist das hier so eine Art Dings? Wollen wir wirklich Geld bezahlen, um die Tiere zu tauschen? Nee, das machen wir. Okay, also, ich wäre jetzt dafür. Ja, wir machen jetzt einfach den offiziellen Tausch. Komm mit, Flo, ich habe eine Idee, was wir machen. Okay, Dr. Auge denn so einen speziellen Fähigkeiten? Ja, warte, ich wäre dafür, wir gehen hier einfach mal in diese Arena hier rein, wo auch dieser Herzblock ist. Wo der Herzblock damals war. Genau, das ist ein guter Ort. So, und ich würde sagen, wir müssen jetzt den richtig offiziellen Tausch machen. Das heißt, Dr. Auge, komm her und Dr. Auge läuft von mir aus rechts lang und von dir auch aus rechts lang und dann tauschen die richtig. Oh Gott. Du weißt, was zu tun ist, Dr. Auge. Nicht alle unsere Geheimnisse verraten, okay? Okay, alles klar, alles klar. Und du kannst sie zwischendurch auch mal töten, wenn du willst. Das ist okay, ne? Flo nervt manchmal, das ist okay. Okay. Was? Nein. Okay, also die Tiere gehen jetzt rechts rüber zu ihrem neuen täglichen Besitzer. Ciao, Dr. Auge, bis morgen. Für eine Folge, genau. Okay, das heißt, wir haben jetzt offiziell getauscht. Na, du kleiner Schleim. Guck mal ganz kurz. Ich habe Slimy gesagt, er soll sich ein bisschen zurückhalten. Ja, also soll nicht seinen Rage wohl auspacken. Alles klar. Aber der kann mir doch trotzdem zeigen, was er drauf hat, oder? Ha, Slimy, kannst du mir das etwa zeigen, oder was? Spring da runter, nicht töten, oder so. Was Slimy machen kann, Slimy, mach mal deine blaue Form, ja? Mach mal deine blaue Form rum und du musst einfach nur sagen, Slimy, blaue Form, hi-ya! Und dann mach das, oder? Oder mach das? Ich weiß es nicht. Oh, pass auf, zurück, warte. Hä, was macht denn der? Der dreht sich jetzt und jetzt... Ich weiß es nicht, Alter, der ist ganz schön crazy. Hä, der ist ja mal... Oh, er ist blau geworden! Ey, cool! Wow, ich bin geschützt! Juhu! Ey, du machst ja alles kaputt, Alter! Oh nein, mein Kopf! Mein Kopf! Mach das wieder weg, Slime! Mach das wieder weg! Oh nein! Alter, dein Schleim, ich hab den erst jetzt 5 Sekunden, der macht jetzt schon was kaputt! Oh nein! Schleim, Alter! Ich hafte nicht für irgendwelche Schäden an deinem Kopf! Okay, ja, mal ganz kurz, was kann Dr. Auge? Dr. Auge, der kann dich töten, wenn du das willst. Hat er nicht irgendwie einen Teleport oder so? Ja, der hat tatsächlich einen Teleport. Also du kannst ihn fragen und dann kann er dich hier nach Hause teleportieren. Okay, Dr. Auge, ich hoffe, du zeigst mir es dann. Ich würde mal sagen, viel Spaß mit Dr. Auge. Ja. Wenn die Folge vorbei ist, einfach wieder zurückbringen und dann... Okay, Slimy, komm mal kurz mit. Okay, viel Spaß dir, Flo. Ey, jetzt sind noch 2 Dr. Auge. Ja, der verdoppelt sich manchmal, das ist normal. Okay. Viel Spaß, Flo, mach's gut. Bis dann.
Okay, kleiner Schleim, dann werden wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen was an Abenteuern erleben. Komm mit, wir gehen erstmal nach Hause. Da, 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 da. Und jetzt sind wir hier. Okay, wir haben jetzt Slimy bei uns. Hi Slimy, alles klar bei dir? Es sieht so aus, als ob du irgendwie einen Krampf hast, die ganze Zeit nur herumzuspringen, ne? Du kannst also nie stehen bleiben, habe ich gehört. Alles klar, okay, cool. Dann komm mal her. Sag mal, würde dir eigentlich, dass du mitgehen sollst oder sollst du mithüpfen? Ich glaube, du musst mithüpfen sollen. Sag mal, wenn du die ganze Zeit springst, ne? Ich habe da eine einzige Frage. Sag mal, wie willst du dann mit Ja antworten, wenn du eigentlich die ganze Zeit am Springen bist? Pass auf, ich werde dir jetzt erstmal ein paar Fragen stellen. Magst du Bockwurst? Nein, okay. Du magst ja Schnitzel, ne? Magst du, oder? Du bist ja irgendwie so... Oder ja? Hä, was soll denn das bedeuten? Pass auf, okay. Ich muss herausfinden, was bei dir Ja bedeutet und was bei dir Nein bedeutet. Okay, sagen wir es mal so. Sag mal Ja kurz. Guck mal, Ja... Nein? Warum drehst du dich denn im Kreis? Okay, pass auf. Sag mal nein. Ah, jetzt verstehe ich. Sag nochmal nein. Alter, weißt du, was richtig lustig wäre? Wenn du nebenbei einfach noch so Wasser spritzen könntest oder so, dann wäre da einfach voll die Fontäne. Okay, das ist sehr cool. Okay, ich habe auf jeden Fall auch gehört, dass du Superfähigkeiten hast, ne? Du kannst ja irgendwie deine Farbe ändern und sowas in der Art, ne? Und alter Junge, du springst ja die ganze Zeit. Das ist ja mal voll heftig, ey. Okay, komm mit, du kleines springendes grünes Ding da. Slime. Okay, mal gucken, was können wir denn mit dir anfangen? Also fliegen kannst du nicht, ne? Okay. Ich überlege mir gerade, was ich mache. Also kannst du... Oh! Ah, hast du etwa einen Hangglider, sodass du mit mir fliegen kannst? Ah, okay, verstehe. Okay, das ist lustig. Das heißt also, du kannst auch mitfliegen. Das ist sehr cool. Okay. Ansonsten, was kann man denn sonst mit dir machen? Okay, mir wurde auch gesagt, du kannst also auch verteidigen, ne? Theoretischerweise, also, stell dir mal vor, mein kleiner Freund, ne? Wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen Porkchop hinschmeißen, ne? Und wir stellen uns vor, das ist so ein richtig heftig... Oh, du hast ihn gegessen, okay. Dann machen wir das nochmal neu, aber pass auf, hör mir zu. Ich schmeiß das nochmal kurz hin, aber du lässt es kurz in Ruhe, okay? So, eine Sekunde, so. Und jetzt stell dir mal vor, das ist jetzt irgendwie ein Gegner, ja? Und diesen Gegner, den essen wir jetzt nicht unbedingt auf. Kannst du mich vor diesem Gegner beschützen oder sowas in der Art? Funktioniert das, ja? Okay, cool. Dann lass uns einfach mal, okay, dann würden wir jetzt einfach mal so ein Szenario nachspielen. Was würde passieren? Also ich würde sagen, oh nein, ein Gegner, den ich nicht besiegen kann. Was passiert da, kleiner Slime? Was passiert da? Würdest du mich beschützen? Oh, er dreht sich. Woohoo! Beschütz mich, kleiner Freund. Beschütz mich. Du bist jetzt blau. Woohoo! Cool, Alter. Das heißt also, du kannst mich also mit dieser Eisschicht hier beschützen. Hey, eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Also das ist wirklich, also aus einer Gefahrensituation rauszukommen, geht es eigentlich echt gut klar. Okay. Oh, und da bist du auch schon wieder grün. Alles klar. Verstehe. Okay, dann komm mal kurz mit. Ich weiß nämlich auch, ich habe es zwar eben noch nie wirklich live gesehen, aber ich habe mitbekommen, dass du halt eben auch angreifen kannst, ne? Angreifen. So, wen könnten wir... Ah, guck mal, ich glaube, da hinten habe ich gerade eben irgendwo eine Kuh gewettert. Haha, wenn man vom Teufel spricht. Okay, dann komm mal kurz mit, mein kleiner Freund. So, angreifen kannst du ja auch, ne? Du kannst ja auch so einen mega heftigen Angriff oder sowas in der Art, ne? Okay, dann greif doch mal die Kuh an. Los geht's, ha? Mach doch mal, ha? Was geht ab? Woohoo, yeah! Nein, machst du nicht? Okay, dann muss ich mir überlegen, wie ich das machen muss. Okay, ich muss mich daran erinnern. Was musste man machen mit Slimy, um irgendwie den Typen irgendwie wütend hinzubekommen? Ah, ich muss ihn wahrscheinlich wütend machen. Okay, wie kriege ich das denn? Okay, hör mir zu. Diese Kuh, die hat gesagt, dass dein Schleim, ne, der hat so eine Konsistenz wie ein Wackelpudding. Ja, das hat die gesagt. Und weißt du, was die noch gesagt hat? Ja, soll ich dir das sagen? Sie hat gesagt, dass du stinkst nach Schleimefurz. Ja, nach einem Schleimfurz. Oh Gott. Der dreht sich. Der ist rot geworden. Juhu. Woo. Alter, das funktioniert ja richtig lustig. Cool, Alter. Okay, das heißt also, man muss dich erst wütend hinbekommen. Okay. Da kann man kurz mit, kleiner Freund. So, was können wir denn noch machen? Sag mal, kannst du auch mehrere auf einmal? Woo, da ist er auch schon wieder grün geworden. Okay, ich habe eine Idee. Lass doch einfach mal mehrere Monster oder sowas in der Art suchen, ja? Und dann können wir die vielleicht irgendwie töten. Das ist ja ganz cool. Also, das heißt also, ich muss immer nur sagen, dass dich jemand beleidigt hat und dann ist meistens immer alles wieder in Ordnung. Ich glaube, ich habe hier sogar hier hinten irgendwo letztens so eine kleine Pferde- bzw. eine kleine Schweine-Dingsterbumster-Truppe gesehen. Ah, sieh mal eine an. Guck mal, das sind ganz viele. Oh, wo bist du denn hin, mein kleiner Slimy-Freund? Oh, ich habe dich, glaube ich, aus den Augen verloren. Ah, wenn ich dich verliere, dann bekomme ich ein ganz schön großes Problem mit Flo, Alter. Ah, dann guck mal, da hinten springt er ja, der kleine Freund. Hey, Slimy, hier bin ich, Mann. Alles klar bei dir? Oh, dir geht's anscheinend irgendwie ein bisschen schlecht, oder wie? Hast du dich etwa verirrt, mein kleiner Freund? Okay, komm mit. Komm. Also, du musst jetzt auch ein bisschen Gas geben, mein kleiner Schleime-Freund. So, ich habe hier zum Beispiel super viele Schweinchen gefunden, ne?
Und theoretischerweise kannst du ja, glaube ich, auch einen Flächenangriff machen, ne? Flächenangriff ist, glaube ich, etwas ganz Lustiges. Komm mal jetzt her, kleiner Slime, ja? Dieses eine Schwein, was du da siehst, ja? Der hat mir gerade eben zugeflüstert, ne? Der hat gesagt, ja, dass Schleime seine hässlichsten Tiere sind, die er überhaupt nur kennt. Und jetzt gerade eben hat er dir sogar einen Body-Slime gegeben. Okay, dann lass mal gucken, was jetzt mit dem Schleim... Junge, wie lustig, ey. Der kann ja wirklich mehrere Schweine auf... Ah, aua, wow. Alter, zum Glück macht das nicht so viel Schaden bei Personen. Alter, habe ich nur mal Glück gehabt. Okay, da ist er jetzt wahrscheinlich irgendwie ein bisschen wütend geworden. Also man kann mit dem Schleim schon echt einiges anfangen, was echt richtig lustig ist. Guck mal, der tötet da tatsächlich eins nach dem... Aua! Also man muss sagen, diese komischen Angriffe sind ja mega funny. Okay, dann kommen wir kurz wieder zurück. Woo! Und da ist er schon wieder grün. Achso, man muss schon sagen, es ist eigentlich ganz witzig mit dir. So, dann kommen wir kurz her. Kannst du eigentlich auch schnell abfarmen? Also kannst du eigentlich auch Weizen abfarmen? Ich weiß gar nicht, kannst du eigentlich, wenn du keine Hände hast, ne? Was bedeutet das denn? Hast du eine Abbauform? Hast du noch eine Form außer die zwei? Nein, oder? Oder ja? Ich weiß es nicht. Ah, ich glaube nein. Okay, gut. Aber kannst du auch Weizen abfarmen? Bist du auch für irgendwas nützlich, so von Gartenarbeit her? Ja, zeig mal, was du so kannst. So, sag, warum drehst du dich denn jetzt schon wieder? Nein, du kannst nicht abbauen. Achso, du kannst nur springen, weil du keine Hände hast, gell? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, komm mit, mein kleiner Freund. Was kann man noch mit dem Slime machen? Sag mal, wenn ich dich ins Wasser schiebe, ne, wirst du dann auch blau? Also, wirst du da blau oder nein? Ne? Du übernimmst die Farbe, glaube ich, nicht. Okay, das bedeutet nein. Okay, muss ich jetzt mal kurz ausruhen. Ich hatte halt noch nie Slimey bei mir dabei, ne? Keine Ahnung, was du mit dem anstellt. Okay, kannst du eigentlich, wenn du ein Slime bist, ne? Kannst du überhaupt schwimmen? Also im Wasser? Funktioniert das? Ja, kannst du das? Na, ja, okay, cool. Na, dann komm mal kurz mit. Dann zeig mal, wie du schwimmen kannst. Ich habe nämlich noch nie einen Slime schwimmen sehen. Zeig mal, wie du schwimmst. Oh, guck mal. Tatsächlich, der Typ kann einfach schwimmen. Ein kleiner viereckiger Block im Wasser, also und keine Ahnung, wie der schwimmt und woher der eigentlich seinen Antrieb nimmt, aber anscheinend kann der schwimmen, der kleine Freund. Hat vielleicht irgendwelche Propeller oder sowas im Popo. Okay, komm mit, mein kleiner Freund. Dann lass doch einfach mal kurz zu mir nach Hause gehen und dann kann ich dir mal kurz zeigen, was bei uns geändert wurde. Und zwar ist nämlich bei uns zu Hause, bei Dr. Auge und mir, wir sind nämlich Halloween-Freunde, musst du wissen, ne? Und wir haben hier tatsächlich einen Lavagraben und alles in der Art und wir haben hier auch überall Kürbisse. Ja, ich weiß, dein normaler Besitzer, ne, der mag ja keine Kürbisse, ne? Aber bei uns sind die irgendwie gerade gang und gäbe. Und ich glaube nicht, dass du so verrückt bist wie Flo. Deswegen passt das bestimmt schon. Auf jeden Fall, das ist unser Zuhause. Das ist unsere Halloween-Hütte hier. Ne? Und da sind unsere Kühe und sowas in der Art. Ne? Wir haben übrigens auch letztens ein bisschen Dekoration gemacht. Guck mal, letztens haben wir... Ich habe übrigens was Lustiges zu zeigen. Wenn du da oben auf den Kopf drauf guckst, haben wir uns einfach mit Lichterlampen haben wir uns so ein kleines Gesicht gemacht, was lächelt. Sieht lustig aus, oder? was kann ich dir denn noch zeigen, mein kleiner Freund? Guck mal, das hier ist die Freundin von Dr. Auge. Ja, Dr. Auge hat auch so eine Freundin wie du, Slime Girl hast, ja? Wir haben halt eben Ender Girl hier. Ich muss mal kurz gucken, ob die zu Hause ist. Ender Girl, bist du zu Hause? Ah, nein. Aber willst du mal kurz zu Ender Girl reinkommen, mein kleiner Freund? Oh, was? Du kannst ja Schilder aufstellen, Junge. Das wusste ich gar nicht. Okay. Oh. Slimy. Alles klar? Okay, cool, cool. Das ist sehr cool. Also, du kannst also wirklich auch so wirklich schreiben. Das ist voll heftig. Dr. Auge kann das nicht. Aber Dr. Auge kann mir meistens immer sehr gerne wehtun. Okay, ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass du schreiben kannst. Komm mal kurz mit, mein kleiner Freund. So, ich kann dir übrigens nochmal was ganz, ganz Besonderes zeigen. Willst du das mal kurz sehen, mein kleiner Kumpel? Guck mal, ich habe in der letzten Folge, habe ich tatsächlich ein Drachenei gefunden. Schau dir das mal an, hä? Ist das nicht... pass auf! Du musst vorsichtig damit umgehen! Du musst vorsichtig damit umgehen! Du musst vorsichtig... Hey, kleiner Slime! Bitte! Ich wollte dir das nur zeigen. Bitte, du musst mir das wiedergeben. Oh mein Gott, mein armes Ei. Du kannst doch nicht mein armes Ei klauen! Da ist mein kleiner Drachenei drin, den ich noch ausbrüten muss, aber ich habe doch keine Ahnung, wie ich das mache. Aber auf jeden Fall, ich habe es dir nur kurz zeigen wollen, ja? Pass auf, mein kleiner Slime, ich weiß, du bist irgendwie du scheinst ein cooler Kerl zu sein, ja? Aber ich glaube, dir fehlt einfach der gewisse Style-Faktor, wenn du verstehst, was ich meine. Komm mal kurz mit, ja? Ich habe hier was ganz Besonderes, muss ich dir auf jeden Fall zeigen. Guck mal, wir haben hier sowas, das nennt sich Umkleidekabine, ja? Keine Ahnung, ob du sowas jemals in deinem ganzen Leben gesehen hast, aber das ist hier dieser Raum da drin, ja? Wenn du da reingehst, hör mir mal ganz genau zu, ne? Dann, ne, spürst du so eine kleine Magie und du kannst dich da drin dann umziehen und du wirst zu einem anderen Menschen, ja? Du kannst sozusagen also einen anderen Style annehmen. Du kannst es mal, guck mal, ich erkläre dir, wie du das machst. Du gehst hier rein, ne? Und dann, wenn du dann hier drinne stehst, dann musst du ganz ruhig bleiben und wenn du dann wirklich ganz ruhig bleibst, dann wechselst du einfach den Skin, Mann. Aber du musst einfach nur mit Gedankenkraft ganz klar daran denken. Und das Wichtigste ist, dass du ganz, ganz ruhig da drin bleiben musst. Sonst funktioniert es nicht. Komm mit, mein kleiner Freund. Versuch es doch mal aus. Oh, warte kurz, da ist ein kleiner Dings dazu gekommen. Ein kleiner Golem. Warte, den machen wir kurz tot. So, easy. Uiuiuiui, oh Gott, Oh Gott, was ist mit dir? Oh nein!
Oh nein, oh nein, du musst was anderes ausprobieren, Kumpel. Du musst da nochmal kurz reingehen. Das ist der ganz, ganz falsche Style, den du da hast. Oh mein Gott, ja, Mann, genau so. Oh Gott, du siehst ja richtig, richtig gut aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich muss schon sagen, ich habe, glaube ich, schon seit längerer Zeit nicht so einen hübschen Enderslime gesehen. Also man muss schon sagen, so, so hübsch habe ich dich noch nie gesehen. Weißt du, was ich richtig cool finden würde? Wenn wir dich einfach so wieder zurückgeben. Weißt du, wie ich meine? Also... das könnte, glaube ich, richtig, richtig lustig werden. Okay, hör zu. Bleib auf jeden Fall immer in dieser komischen Form, wie die du jetzt gerade hast, ja, und dann geben wir dich einfach so zurück, okay? Das wird so lustig, Alter. Bist du da dabei, Slimy? Machen wir das so? Werden wir den Flo ein bisschen erschrecken? Das ist cool, Slimy. Du bist ein cooler Kerl, Alter. Du kannst ruhig gerne zwischendurch mal vorbeikommen. Okay, auf jeden Fall, meine werten Damen und Herren, heute haben wir ein bisschen mit Slimy gechillt. Slimy hier noch ein bisschen umgezogen, damit der richtig, richtig cool aussieht und natürlich zu den Endermans passt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Folge euch heute gefallen hat. Falls ja, lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Damit sieht sich auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao.